Hallo und herzlich willkommen zu derelda.de. Schauen uns nur eine andere Frage an, die im weitesten Sinne in diesem Bereich Politik gehört, wie ihr vielleicht auch selber in eurem Politik- oder Gemeinschaftskundeunterricht behandelt habt. Natürlich die Frage, die euch alle interessiert, die euch alle betrifft. Ja, was passiert, nachdem ihr mit der Schule fertig seid? Viele von euch, die meisten von euch, die diese Videos schauen, wollen sicherlich das Abitur machen. Dann ist es natürlich eine andere Frage, wenn man jetzt zum Beispiel einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss macht. Aber trotzdem, die erste Frage, die man sich bei allen Möglichkeiten stellen muss, ist, was ist mir selber an einem Beruf wichtig? Das ist der Ausgangspunkt, den man sich, bevor man überlegt, was man werden möchte, stellen muss. Das sind verschiedene Aspekte, die man dann berücksichtigen muss. Zum Beispiel, ist einem die Sicherheit vor Verlust des Arbeitsplatzes wichtig? Falls ja, zum Beispiel, wäre es von Vorteil, wenn man Beamter wird, da ist die Sicherheit relativ hoch. Und wenn einem das nicht so wichtig ist, wenn dann zum Beispiel eher ein hohes Gehalt wichtig ist, dann geht man vielleicht eher in die freie Wirtschaft, studiert vielleicht irgendwie BWL oder wird Unternehmensberater, wo es dann schnell nach oben geht, auch mit dem Gehalt, aber die Sicherheit vom Verlust des Arbeitsplatzes eher gering ist, weil man halt die ganze Zeit wechselt auch die Arbeitsstelle. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist sicherlich bei jeder Arbeit wichtig, dass man nette Kollegen, ein nettes Umfeld hat. Ja, das ist schwer zu beeinflussen, weil letztendlich kann man sich seine Arbeitskollegen eher selten aussuchen. Was natürlich auch noch ein interessanter Punkt ist, betriebliche Rente. Viele Betriebe bieten noch eine zusätzliche staatliche Rente, die betriebliche Rente an, die dann später im Rentenalter das Leben noch ein bisschen bequemer und ein bisschen angenehmer macht. Auch das ist ein Kriterium, wenn man überlegt, dass man längere Zeit bei einem Betrieb bleiben möchte. Das hängt wieder hiermit zusammen, wenn man denkt, okay, man wechselt eh sowieso oft die Arbeitsstelle, dann ist es nicht so wichtig. Familienangebote, wenn man selbst plant, später mal eine Familie zu gründen, ist natürlich wichtig, dass das Unternehmen vielleicht einen angeschlossenen Kindergarten oder eine Krippe oder sowas hat oder vielleicht auch ermöglicht, dass wenn mal was ist mit dem Kind, dass man mal einen Tag daheim bleiben kann. Also alles solche Dinge spielen natürlich auch eine Rolle. Flexible Arbeitszeiten hängen auch damit zusammen. Das heißt zum Beispiel eben, wenn man eine Familie daheim hat, dass man dann sagt, okay, man fängt vielleicht eine Stunde später an, hört dann eine Stunde später auf. Oder vielleicht kennst du auch nichts, was die Gleitzeit, das heißt, dass es generell immer so ein Fenster gibt, bei dem man anfängt, das ist nicht fest 8 Uhr, sondern es kann halt 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr, dass man da ein bisschen flexibler ist. Es kann auch heißen, dass man an einem Tag ganz viel arbeitet und an einem anderen Tag dafür ganz wenig, dass man Überstunden macht und dann erst dann wieder abbaut. Es kann auch heißen, dass man zum Teil einen Tag daheim arbeiten könnte, sogenannte Homeoffice. Alles das gehört hier zu diesen flexiblen Arbeitszeiten. Die können natürlich auch von erheblicher Bedeutung sein, gerade in Zukunft, wo dieses Arbeiten von 8 Uhr bis, was weiß ich, bis 4:30 nicht mehr so die Regel ist, wie es bis jetzt war. Ja, das wird sich ändern. In Zukunft wird immer mehr auf diese Flexibilität geachtet. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja diese qualifikationsentsprechende Arbeit. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand studiert hat, erstmal 19 Jahre in der Schule und dann nochmal 5 Jahre Studium und dann letztendlich mit dem Uni-Abschluss dann keine Arbeitsstelle findet, Hartz IV bekommt und dann letztendlich von dem Arbeitsamt dann irgendeine Stelle zugewiesen wird, in einer Fastfood-Kette dann Burger zusammenzukleben, dann wäre das natürlich nicht qualifikationsentsprechend. Ja, das wäre dann deutlich Unterforderung. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man überfordert wird, dass dann die Arbeit zu schwer ist, die man eigentlich anstrebt. Beides wird letztendlich zu Problemen führen und wird einen letztendlich auch bei der Arbeit nicht glücklich werden lassen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dieser Aspekt, dass man eine Arbeit findet, die auch der Ausbildung, die man hat, entspricht und auch den Fähigkeiten, die man hat, entspricht. Das sollte man auch direkt, wenn man das studiert oder eine Ausbildung macht, darauf achten, dass es halbwegs ineinander passt. Wenig Stress ist natürlich für viele ganz wichtig, ganz klar. Wobei natürlich die Frage, ja, lieber an der Arbeit, wo dann anstrengend ist, aber auch hier mehr bietet, oder vielleicht auch lieber eine ruhige Kugel schieben und dafür dann im Privatleben Gas geben. Das ist die Entscheidung von jedem von euch selbst natürlich. Aufstiegschancen, auch ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Berufe, wo es Aufstiegschancen eher gering sind. Auch hier wird dann wieder auf die Beamten zum Beispiel zielen. Während in anderen Berufen, wo dann eher mehr Bewegung drin ist, die Aufstiegschancen eher etwas höher sind. Ansehen ist natürlich auch von großer Bedeutung. Stellen wir uns vor, Ärzte haben ein sehr hohes Ansehen in der Gesellschaft. Das natürlich dann auch auf die Person selbst dann abstrahlt. Wenn man Arzt ist, dann ist man natürlich auch angesehener in der Gesellschaft selbst, beliebter und hat dann generell ein besseres Standing. Während Berufe, wo das Ansehen eher gering ist, wird dann letztendlich, auch vielleicht nicht in der Öffentlichkeit zu einer Resonanz führen, wie es vielleicht bei einem Arzt wäre.
Ort, Ort ist sehr allgemein. Ort kann heißen, dass man wenig Anfahrtswege hat zur Arbeitsstelle. Kann aber auch heißen, dass man selten den Arbeitsort wechseln muss. Es gibt Arbeiten, zum Beispiel Unternehmensberater, bei denen man relativ oft den Ort auch weltweit wechseln muss. Weil man dann hier Familie hat, könnte es ein Problem geben. Andererseits gibt es natürlich auch Arbeiten, bei denen man dann ein Leben lang letztendlich an einer Firmenniederlassung dann arbeitet. Da ist man relativ fest oder relativ planungssicher. Also alle diese Kriterien müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr euch überlegt, ja, was wollt ihr denn später werden. Ihr könnt euch zum Beispiel mal überlegen, welche von diesen Kriterien ist das Wichtigste, welches das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste und so weiter. Könnt ihr mal für euch überlegen, dann werdet ihr schnell sehen, welche Berufe oder welche Branchen eher in eurem Bereich liegen könnten, welche eher weniger. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, natürlich, wenn man sich das klar gemacht hat, welche Fachrichtung sollte man denn einschlagen? Dazu gilt es natürlich zuerst einmal zu wissen von sich selbst, ja, worin bin ich gut, was macht mir Spaß, was kann ich? Das ist der erste Ansatzpunkt. Und letztendlich kann man Berufe in drei Bereiche aufteilen. Wir wollen es mal als Dreieck darstellen. Nehmen wir mal diesen Bereich in mathematisch-naturwissenschaftlich. Nehmen wir diese Ecke mal technisch-handwerklich. Nehmen wir diesen Teil mal sozial oder sprachlich. Und jetzt, je nachdem, in welchem Bereich man am ehesten die Stärken hat, sollte man sich auch in diesem Bereich schauen, dass man da einen Beruf findet. Nehmen wir mal einige Beispiele. Ein Ingenieur zum Beispiel wäre etwas von dieser mathematisch-naturwissenschaftlichen Komponente, aber natürlich auch von der technisch-handwerklichen Komponente. Hätten wir also hier irgendwo. Wenn wir uns überlegen, ein Arzt oder ein Mediziner, das wäre sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich sehr stark, aber natürlich auch sozial, im Umgang mit den Patienten, in der Führung der eigenen Praxis und natürlich auch technisch-handwerklich, wenn es darum geht, zum Beispiel Operationen auszuführen oder Behandlungen durchzuführen. Also wäre der Mediziner ziemlich im Zentrum. Oder stellen wir uns zum Beispiel einen Koch vor. Ein Koch braucht viel von diesen technisch-handwerklichen, braucht aber auch mathematische Fähigkeiten zu einem geringeren Maße und hängt davon ab, ob der mit den Kunden in Berührung kommt, dann natürlich auch sozial, aber eher in diese Richtung, das heißt, es wäre dann hier irgendwo. Wären zum Beispiel ein Journalist dann eher in diesem Bereich, im sprachlichen oder sozialen Bereich arbeiten würde, je nachdem, in welche Fachbereiche natürlich es auch noch in die anderen gehen könnte, also wäre das zum Beispiel hier. Und so kann man die Berufe in dieses Dreieck eingruppieren. Und naja, ihr könnt es selbst mal im Internet schauen, es gibt ganz, ganz viele Tests, wo man überprüfen kann, in welche Richtung man im ehesten tendiert, auch von diesen drei Bereichen. Und dann weiß man natürlich auch schon, okay, in diese Fachrichtung möchte ich gehen. Was natürlich dann ganz wichtig ist, wenn man sich weiß, okay, ungefähr welche Fachrichtung man möchte, ob man dafür jetzt ein Studium braucht oder ob das mit der Ausbildung besser zu machen ist. Und das wäre die dritte Frage. Und die dritte Frage schauen wir uns in einem weiteren Video an. Schaut doch mal auf der Homepage www.mirella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.